Ja, und wir haben es gerade gehört, der FC Sion, der gewinnt also zum ersten Mal ein Auswärtsspiel in dieser Saison. Und auch der FC Basel, der ist in den letzten Tagen zu einer Premiere gekommen. Er hat in dieser Saison zum ersten Mal verloren. Am Mittwoch war das in der Champions League, auswärts in London gegen Arsenal. Es ist das ein ziemlich ein ängstlicher Auftritt vom Schweizer Meister. Sehr ein defensiver. Der FC Basel, der hat mit einer 5er Abwehrkette gespielt. Heute ist wieder der Super League-Alltag angesagt. Und in der Super League hat der FC Basel ja eine absolute reine Weste. 9 Spiele, 9 Siege. Und die reine Weste, die ist heute gegen das Schlusslicht FC Thun kaum in Gefahr gewesen. Keine 5er Abwehrkette, dafür 5 neue im Vergleich zum Arsenal-Spiel schickt Urs Fischer gegen Thun aufs Feld. Darunter Kevin Bua, der zu seinem Super League-Debüt für den FCB kommt. Die erste Chance hat aber einer der überforderten Abwehrspieler aus dem Arsenal-Match. Adama Traoré verfehlt nur knapp den Auftakt nach Maß. 1,5 Minuten gespielt. Es ist ein munterer Beginn in diese Partie und das auch und vor allem dank des FC Thun, der als krasser Außenseiter mitspielt, mutig agiert und zum Abschluss kommt. Hediger an die Latte. Fasnacht danach im Abseits, 5. Minute. Die Thuner in dieser Saison bisher mit mehr Abschlüssen als der FC Basel, aber lange nicht so effizient. Das hat mit Pech zu tun, aber auch mit Unvermögen. Fasnacht lässt die nächste Chance liegen. Danach flacht das Spiel ab. Basel kommt kaum mal durch. 20 Minuten bereits vorbei. Bua über rechts, aber achten Sie auf die Mitte. Janko fällt im Strafraum. Kein Penalty, auch wenn Janko den fordert. Im Laufduell mit Thomas Reimann gibt es wohl eine leichte Berührung. Dadurch kommt Janko zu Fall. Aber kein Foul, keine Schwalbe, einfach Pech für Janko. Dann zeigt sich Thun-Keeper Guillaume Faever wenig stilsicher. Zuerst dieser Ball, mehr hoch als lang. Und dann ein unnötiger Ausflug. Elionussi trifft nur das Außennetz. Solche Offerten lehnen die Basler selten ab. Der FCB nun mit der besten Phase in der ersten Halbzeit. Janko und Faever auf der Linie, dann wieder sicher. Thun weiter mitspielend, mitdenkend und mit einem super Pass von Bürki auf Dossetti. Marco Dossetti mit dem 1:0 für den Tabellenletzten, 35. Minute. Kein Abseits und mit solchen Pässen und solchen Laufwegen ist es egal, ob 5er- oder 4er-Kette. Das ist einfach klasse in die Schnittstelle gespielt und gelaufen und stark abgeschlossen. Marco Dossetti mit seinem ersten Saisontreffer. Thun führt, Thun überzeugt, Thun kämpft. Hediger übertreibt hier allerdings gegen Xhaka. Gibt nur Gelb, Glück gehabt. Es geht weiter für beide. Halbzeitstand 0:1. Nach der Enttäuschung gegen Arsenal droht die Blamage gegen Thun. Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich vorerst wenig. Basel ideenlos, Thun zielstrebig. Fasnacht, Watzlik. Jeff Saibene kann bisher zufrieden sein. Eine knappe Stunde vorbei. Basel für einmal mit einem guten Kombinationsspiel. Traoré, Bua mit der Chance. Es steht weiter 0:1. Es droht weiter die erste Meisterschaftsniederlage für Urs Fischer, der Bjarnason, Dumbia und Steffen gar nicht im Aufgebot hat. Andere müssen es richten. Zum Beispiel Marek Suchy. Aber auch er verfehlt das Ziel. 72. Minute. Der Trainer schreit. Der Präsident staunt. Der FCB bringt nichts auf die Reihe. Jeff Saibene kann auf den ganz großen Coup hoffen. 90. Minute. Der eingewechselte Galla trifft. 1:1, der Ausgleich.
viel Lohn für einen bedenklich schwachen Auftritt. Basel duselt sich zu einem Punkt gegen Thun. Das darf doch nicht wahr sein. Wenig später ist's vorbei. Durchpusten bei Bernhard Häusler. Durchpusten bei Jeff Saibene. Thun holt einen Punkt beim FC Basel und es fühlt sich doch fast wie eine Niederlage an. Ja, auf der einen Seite unglaublich stolz auf die Leistung der Mannschaft, auf der anderen Seite riesen Frust, dass man noch in der letzten Sekunde das Goal bekommt. Aber gut, ich denke, wir haben einen super Match gemacht, einen guten Punkt geholt in Basel. Das ist sehr positiv. Heute ist einfach von A bis Z, von vorne bis hinten, ist es einfach nur schlecht gewesen. Es gibt gar nicht, man kann es nicht einmal schönreden, man kann nicht drum herum reden. Es war einfach nicht gut gewesen. Nicht würdig für einen Schweizer Meister, für einen Verein wie den FCB. Dem ist nichts hinzuzufügen.